Ja, in diesem Abschnitt wird es darum gehen, übertragungstechnische Grundlagen zu legen. Und das bedeutet, wir wollen uns mal angucken, wie sozusagen aus unseren Daten, aus unserer Information, aus unserem Bitstrom ja, letztlich wirklich Strom wird und wie das Ganze dann über Medien übertragen werden kann. Und wir starten mal mit einem Schaubild, wo der prinzipielle Übertragungsablauf dargestellt ist. Und wir haben ja unterschiedliche Quellen, das heißt also beispielsweise, wenn wir jetzt telefonieren über Voice-over-IP dann letztlich auch, dann wird ja von einer Analogquelle, dem Sprecher, das Signal zunächst umgewandelt über einen Analog-Digital-Wandler und ist dann in digitaler Form vorhanden. Oder aber umgekehrt, wir gehen gleich hin und benutzen irgendein Endgerät und setzen dort unsere Informationen digital ab. Das heißt, wir haben die Informationen in verschiedenen Formen vorliegen und es wird letztlich davon ausgegangen, dass wir diese Daten irgendwann in einem, ja ich sag mal, Binärformat vorhanden haben. So, und diese Umwandlung wird dann eben eine Quellenumwandlung genannt oder Quellenkomprimierung. Wir haben schon erfahren, dass dann aus diesen Daten letztlich eine Form von Rahmen gebildet wird. Das heißt also, wir zerlegen das Ganze in Datenblöcke. Wir werden nachher im Kapitel 3, in dem Abschnitt 3 auch sehen, wie das funktioniert und warum wir das machen. Und diese Rahmen, diese Datenblöcke, die werden dann letztlich gegebenenfalls auch noch komprimiert oder verschlüsselt. Wir fügen diesen Daten noch zusätzliche Informationen, Steuerinformationen, Informationen zur Fehlererkennung hinzu, sodass wir eine Reihe von ja, auch Synchronisationsinformationen haben. Und abschließend kommen dann gegebenenfalls noch weitere Informationen hinzu, die es uns ermöglichen, beispielsweise Fehler zu erkennen und Fehler zu beseitigen. Und dann wird das Ganze tatsächlich, dieser ganze Bitstrom, in irgendeiner Form leitungskodiert. Das heißt also, aus einem Bitstrom werden Signale, die dann über einen physikalischen Kanal, also über ein Kabel oder aber über Funk übertragen werden können. Ja, nun gibt es also bei dieser Übertragung, wir haben das jetzt hier mal in eine Richtung dargestellt, von links nach rechts, gibt es natürlich verschiedene Betriebsarten. Genau, und da wird letzten Endes vor allem hinsichtlich der Richtung unterschieden. Wenn wir mit dem ersten Beispiel anfangen, was wir jetzt auch schon auf der Folie sehen, da geht es um den Simplex-Betrieb, soll heißen, unsere Datenübertragung funktioniert prinzipiell nur in eine Richtung. Wenn man sich das an einem anderen Beispiel mal außerhalb von IT-Netzwerken vorstellen möchte, dann ist das beste Beispiel dafür eigentlich Radio oder der Fernsehempfang. Soll heißen, wir haben einen Sender und einen Empfänger, ganz eindeutig zugeordnete Rollen und die verschieben sich auch nie. Soll heißen, der Sender bleibt immer der Sender und der Empfänger bleibt immer der Empfänger. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal ein Stückchen weiterspinnen wollen, dann kommen wir zum sogenannten Halbduplex-Betrieb. Steht auch schon auf der Folie, das ist ein Wechselbetrieb, soll heißen, Sender und Empfänger können sich abwechseln. Aber zur gleichen Zeit gibt es immer eine feste Rollenverteilung. Soll heißen, einer kann immer nur gleichzeitig Sender und einer kann immer nur gleichzeitig Empfänger sein. Bestes Beispiel dafür ist der Sprechfunk. Auch da kann immer nur einer sprechen, der andere hört in dem Moment. Und wenn es dann den Wechsel gibt, dann wird eben der vorherige Empfänger der Sender und der vorherige Sender wird der Empfänger. In unseren IT-Netzwerken wollen wir natürlich nach Möglichkeit einen Vollduplex-Betrieb erzielen. Soll heißen, eigentlich sind zu jeder Zeit beide Partner sowohl Sender als auch Empfänger. Soll heißen, es kann gleichzeitig sowohl gesendet als auch empfangen werden. Ja, und das kann auf eine bestimmte Art und Weise übertragen werden. Und dazu ist eine Synchronisation zwischen Sender und Empfänger notwendig. Das heißt also, grundsätzlich muss eine Synchronisation zwischen Sender und Empfänger bestehen, auch wenn das eine oder andere asynchron abläuft. Also das beste Beispiel ist eben, Telefonieren läuft zunächst einmal synchron ab, kann also nicht irgendwie asynchron ablaufen. Dafür benutzen wir zum Beispiel die E-Mail. E-Mail läuft asynchron ab. Und jetzt müssen wir bei den Übertragungsarten uns nochmal genauer angucken, wann etwas synchron und wann etwas asynchron abläuft. Denn das ist rein technisch gesehen noch wieder von etwas anderen Parametern abhängig, als wir es gerade in diesem Beispiel E-Mail und Telefon hatten. Also es gibt grundsätzlich asynchrone Übertragungsarten und synchrone, obwohl immer eine Synchronisation bestehen darf.
Ja, also wie können wir es eigentlich unterscheiden? Das ist ja jetzt die entscheidende Frage. Wir unterscheiden das im Grunde genommen in zwei Punkten. Der erste Punkt ist diese Synchronisation, die Erzeugung der Synchronisation zwischen Sender und Empfänger, wie die gemacht wird. Das ist sozusagen entscheidend dafür, ob es asynchron oder synchron ist. Und das zweite ist, wie lange besteht eigentlich ein Gleichlauf zwischen Sender und Empfänger. Und wir haben hier unten in der Matrix mal ein paar Beispiele aufgeführt. Also Sie sehen die asynchrone Übertragung zum Beispiel in einem parallelen System, beispielsweise auf einer Hauptplatine eines Computers, findet über einen Handshake-Betrieb statt. Wenn dort eine synchrone Übertragung stattfindet, dann benutzt das System, ein Bussystem typischerweise, eine gemeinsame Taktleitung. Bei der seriellen Übertragung, das werden wir noch sehen, wenn wir einen Bitstrom übertragen wollen, Pakete zum Beispiel, dann gibt es ein sogenanntes Start- und Stopp-Verfahren. Und dieses Start- und Stopp-Verfahren wäre dann eben asynchron, eine asynchrone Übertragung. Oder aber wenn wir eine Leitungskodierung verwenden bei der seriellen Übertragung, wenn wir also aus dem Bitstrom Signale machen und wir haben einen geeigneten Leitungscode, wir werden die Manchester-Kodierung mal als Beispiel kennenlernen, dann können wir einen gemeinsamen Takt auf diese Kodierung geben und es besteht also letztlich eine synchrone Übertragung. Ja, hier haben wir nochmal aufgeführt, was das bedeutet. Also ein System arbeitet asynchron, wenn die zeitliche Folge der einzelnen Operationen unabhängig von einem zentralen Takt gesteuert wird. So, das bedeutet, wir haben sowas wie Start- und Stopp-Betrieb. Das heißt also, wir starten das mit einem Startschritt. Sie sehen das hier mal als Bit und haben dann die Daten und anschließend kommt nochmal vereinbart eine Anzahl von Stopp-Bits. Das wäre so eine typische Modem-Übertragung, die mit Start- und Stopp-Bits asynchron synchronisiert wird. Wenn wir uns eine synchronisierte Übertragung angucken, dann besteht also eine Synchronisation über einen längeren Zeitraum. Das ist schon mal wieder die wesentliche Unterscheidung. Und wir haben eine Synchronisation durch ein spezielles Sync-Zeichen am Anfang und meistens auch am Ende, weil wir einen Rahmen bilden. Das Ganze könnte dann beispielsweise so aussehen. Sie sehen das hier, bevor die eigentlichen ersten Zeichen übertragen werden, kommt ein Blockstartmuster zum Tragen, das also Sender und Empfänger synchronisiert. Dann kommen die eigentlichen Daten und abschließend kommt meistens noch ein Ende-Block-Synchronisationszeichen. Ja, nun haben wir also schon gesagt, dass wir rein technisch gesehen diese Daten in Blöcken übertragen. Wovon hängt eigentlich sozusagen die Größe dieser Pakete oder dieser Blöcke ab? Ja, da gibt es verschiedene kritische Parameter, die darauf einen gewissen Einfluss haben. Zunächst ist natürlich einmal wichtig, dass die Anforderungen an diese Blöcke mit zunehmender Blocklänge eben auch steigen. Und das betrifft zum Beispiel den Gleichlauf zwischen Sender und Empfänger. Die müssen sich ja in irgendeiner Weise synchronisieren. Beide sind vielleicht nicht unbedingt die gleichen Systeme, das heißt, wir können auch unterwegs und zwischen diesen Systemen Gleichlaufschwankungen haben. Ja, und dann ist es natürlich so, je größer die Blöcke werden, umso aufwendiger wird es dort eine Fehlererkennung oder gar Fehlerkorrektur durchzuführen. Und das Thema Pufferung haben wir auch schon mal besprochen in einem früheren Video, das heißt, wir müssen natürlich darauf achten, dass wenn Daten nicht sofort verarbeitet werden können, die auch zwischengespeichert oder gepuffert werden müssen. Und auch dort steigen natürlich die Anforderungen an diese Zwischenspeicherung und an die Puffergröße mit einer zunehmenden Blocklänge. Ja, und wir kommen insbesondere in dem Abschnitt mit der Flusskontrolle nochmal darauf zurück, denn da müssen wir mit bestimmten Fenstergrößen arbeiten und haben da bestimmte Speicher, um die Pakete zwischen den einzelnen Knoten zwischenzuspeichern.